Guten Morgen, wir sind heute hier wieder im Schwarzwald unterwegs und zwar zwischen Parken hier, zwischen St. Merger und St. Peter am Parkplatz, am Wanderparkplatz. Der hat gar keine genaue Bezeichnung, da muss man tatsächlich ins Navi gucken, dass man den findet und wollen heute zu den Zwergebacher Wasserfällen. Und den sind wir auch schon mal gegangen. Ist ein echt schöner Weg. Oben hat man, wenn wir oben laufen, haben wir zuerst ein paar schöne Aussichten über in den schönen Schwarzwald. Dann geht es mal ziemlich nach unten zu der Zwergebacher Wasserfälle und dort ganz, ganz leicht alpin wieder nach oben. Weit ist die Strecke nicht, sie hat knapp über 11 Kilometer, aber sie ist schön und wir hoffen, dass das Wetter hält. Regen ist zumindest mal keiner angesagt. So, und jetzt laufen wir los. Stopp. Und schon geht's los. Da drüben sieht man, ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro sieht, ins Rheintal und die Vogesen sieht man wieder ganz hinten. Jede Menge Himbeere. Dort wird sogar für einen Kuchen ab. Der Pilz hat der Rollade das Abdecken runtergelassen. Dann erwarten wir auch keinen Regen. Ist zugeklappt. Hier haben wir einen Blick Richtung Feldberg. Da kommt man hier raus und dann wieder eine schöne Aussicht. Da wird er wirklich ganz klasse. Das Wetter ist schon interessant. Es hat so ca. 20 Grad. Und hier oben, sie haben es auch gebracht, luftet es brutal. Man weiß nie, Jacke an oder Jacke aus. Ist egal. Schwitzt normal, dann zieht es wieder. Naja. Diese Aussichten hier, die sind doch schon wieder richtig klasse. So, und bevor es dann hier in die andere Richtung geht, Richtung Zwergebacher Wasserfälle, die führen eher Richtung Norden, haben wir hier nochmal einen schönen Ausblick Richtung Süden. Geradeaus nochmal der Feldberg mit seinen zwei Türmen. Und hier links haben wir einen schönen Blick auf St. Mergen. Von dort sind wir mit dem Auto hergekommen, von oben von der B500. Und schon sind wir wieder auf einem schönen, ein bisschen breiteren Pfad unterwegs. Wie gesagt, das ist ja das, was uns so gefällt. Hier ist wieder Wegweisung. Wenn man dieser Wegweisung folgt, direkt am Wanderparkplatz in unsere Richtung, dann verpasst man die Aussichtsstelle, die man gerade gesehen hat. Also besser, man folgt der Komoot-Route. Und da sind dann auch Wanderzeichen angebracht, aber nicht diese wegweisende Schilderung. Der Weg, den wir jetzt hier laufen,
Der führt jetzt parallel zu diesem breiten Forst- oder Waldweg, den man gerade gesehen hat. Ja, ist halt ein bisschen ursprünglicher hier zu gehen. Aber er läuft parallel und nachher kommen wir mal auf den breiten Weg auch wieder drauf. Ja, man meint fast, der Weg verliert sich hier wieder. Aber nein, geht davon einfach weiter. Denkt man halt, die meisten Wanderer werden halt unten auf dem breiteren Weg bleiben. Wie gesagt, uns gefällt halt so ein Weg besser. So, jetzt kommen wir von diesem Nebenweg wieder auf den Hauptweg. Na? Jetzt? Ja, hoppel, hoppel! Jawohl! Volle rückwärts! Nein, das Salto, ich soll das Salto gucken. Wir sind auch ein bisschen gespannt auf die Zörgelbacher Wasserfälle, was das Wasser angeht. Weil die letzten Tage hat es doch immer wieder richtig heftig geschauert. Und auch letzte Nacht hat es noch mal richtig geschauert. Na gut, gucken wir mal dann, was die an Wasser haben. War ja klar. Was soll man sagen? Die Bank, die gehört einfach abgeschafft. Man kommt nicht vorbei. Katastrophe. Ich find's super. Ja, aber bei der Aussicht, da ist es auch schwierig vorbeizukommen. Ah. Gabi konnte sich überwinden und wir können endlich weiter. Das ist schon wahr. So, links und rechts ist frei. Und geradeaus drüber. Ja, Fahrt oder Weg? Das ist die Frage. Fahrt. Okay. Ja, Fahrt ist uns halt einfach lieber. Auch hier kann man sich immer noch entscheiden zwischen Modul A, einfache Variante, Modul B, naja, ebenfalls einfache Variante. So, jetzt ist halt doch zu Ende. Ja. Lost in the wood. So, zu dem Weg gibt es jetzt aber erstmal keine Alternative. Der geht ein Stück weit. Und dann geht es aber nachher links über den Pfad. Dann wieder weiter. Auf der GoPro kommt es sicher gar nicht so raus. Aber richtig schön. Da geht es schon ganz schön runter. Ganz schön tief runter. So, hier an der kleinen Schutzhütte verlassen wir jetzt den Waldweg und gehen links runter Richtung Zwerribacher Wasserfälle. Das sind die Wege wieder ganz nach unserem Geschmack.
Eins da oben. Da läuft der Waldweg, auf dem wir vorher gelaufen sind. Und wieder haben wir kleine Hindernisse. Oh, aber diesmal sogar mit Umleitung. Mit Umleitungsempfehlung. Aha. Kleine Kletterpassage. So, hier auf dem Weg sind wir kleine Aussichtsfelsen. Draußen ist dann doch ganz schön luftig. Und schon geht's weiter über den schönen Waldpfad. Und der Wasser. Ist es jetzt nicht mehr weit. Hier zwischen den Bäumen durch sieht man schon ein bisschen Wasserfälle. Wasserfälle schon, aber nicht die Zwergebacher, sondern die Hirschbacher. Ist das nicht wieder klasse? So, und jetzt kommt der Weg, wo ich gesagt habe, hat ein klein bisschen sogar einen alpinen Charakter. Ja. Ist mir gleich ein bisschen feucht. Vor allem auf den Wurzeln, da rutscht man dann schon mal. Ja, der Baum. Der hat wohl ein paar Mitbewohner.
Und hier ist der Weg sogar wieder ein bisschen abenteuerlich, oder? Richtig toll. Super klasse. Aber, was heißt nicht aber, man muss dazu sagen, ohne ordentliches Schuhwerk ist der Weg auch wieder nichts. Das sollte man einigermaßen gute Schuhe, festes Schuhwerk tragen. Dann macht es die Sache doch deutlich einfacher, weil auf diese Felsen, da knickt man doch schnell mal um oder rutscht aus. Und das ist dann mit festem Schuhwerk einfach ein bisschen besser. Hat mein Vater gesagt, das ist nichts für Samba-Schlepple. Jetzt schaut euch mal diese Farben an. Ich hoffe wirklich, dass die nach auf dem Film auch so rüberkommen. Das ist wirklich ganz, ganz klasse. Das nicht herrlich ist. Zerrebacher Wasserfälle, 400 Meter. Unfassbar schön. Nach der Wasserfälle, da geht es natürlich, das was wir runterkommen sind, wieder ziemlich knackig nach oben. Thank you.
Ich lasse die Wade. Ich finde es schade, dass wir Badesachen dabei haben. Hier wird man schon ziemlich nass. Aber war so ist es dafür heute besser. Aber richtig super hier. Sind wir wieder weg von den schönen Wasserfälle, Zwergibacher Wasserfälle. Jetzt geht es wieder mäßig steil nach oben. So muss man mal sagen. So, weil wir einmal kurz auf den Weg geguckt haben, sind wir jetzt eine von den ausgelaufenen Abkürzungen gelaufen. Ja, und die war natürlich richtig steil. Jetzt blasen wir. So, wir genießen den Weg noch ein bisschen, auch wenn es jetzt recht bergauf geht. Es geht aber. Aber wenn wir dann oben sind, dann laufen wir wieder auf richtig breiten Straßen. Zum Teil auch Asphalt hier zum Auto zurück. Deswegen genießen wir jetzt noch dieses Stück hier. Sind wir fast schon oben. Hallo. 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 So, hier ist der Weg jetzt zwar asphaltiert, aber dafür haben wir immer noch eine ganz klasse Aussicht hier oben. Das ist doch super. Jetzt sind wir wieder oben auf der Höhe. Wie gesagt, jetzt geht es schon ein ganzes Stück auf dem asphaltierten Weg. Teilweise mit Aussicht, teilweise mit weniger Aussicht. Aber immer noch schön zum Laufen. Wir sind hier auf jeden Fall ziemlich hoch. Wir waren ganz früher ein kleiner Stausee. Im Moment allerdings ohne Wasser. Unser Weg führt uns darüber. Haben wir noch mal einen Blick auf die Staumauer, wo sich gerade nichts staut. Kuhweide mit Aussicht. Jetzt sind wir wieder weg von der Straße. Zwar nur eine nicht so landwirtschaftliche Straße, aber da ist am Sonntagmittag zu der Wirtschaft zum Plattenhof ganz schön Verkehr. Und jetzt ist jetzt gerade Mittagszeit. Das ist halt die Hauptverkehrszeit dann. Aber es ist nur etwa, naja, vielleicht ein knapper Kilometer. Nicht Jackenweg, sondern der Jockenweg. Auf dem geht es jetzt weiter. Zurück zum Auto. Also das ist wohl einer der breitesten Waldwege, die ich im Schwarzwald je gesehen habe. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt sind wir gleich wieder am Auto. Es ist doch der Hirschbühlparkplatz. Ich habe am Anfang gesagt, da hat keine Bezeichnung. Das dürfte doch der Hirschbühlparkplatz sein. Den findet man auch auf Google Maps. Das war wieder für uns eine super Tour. Die Zwergibacher Wasserfälle, der Weg dorthin, das ist halt einfach
für uns. Wir finden es einfach klasse. Davor noch die Aussichten in der hohe Schwarzwald auf der Felsberg. Zwischendrin schmale Pfade. Das eine, was waren die anderen Wasserfälle ganz am Anfang? Die Möhrerbrückle, blendig ein, wie die geheißen haben. Das waren auch Wasserfälle, aber nicht die Zwergenbacher. Die sind ja ein bisschen später gekommen. Die ganze Strecke, wie gesagt, waren so etwa knapp über 11 Kilometer. Ich denke so um die 300 Höhenmeter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und auf jeden Fall wieder aus unserer Sicht total empfehlenswert. Top! Und natürlich macht auch hier die Anfahrt schon riesig Spaß.